Also ich lade jetzt alle ein, die da noch im Webinar dabei sind, eben den Marco auch persönlich Fragen zu stellen. Ihr könnt gern euch nicht, also die Stummschaltung aufheben und aufsprechen oder auch im Chat die Frage stellen und ich lese sie dann vor, was auch immer ihr bevorzugt. Da ist eine Frage von Wilfried Krell. Er sagt, wir haben hier in Deutschland in den Bundesländern, wo der Wolf jagt, steigende Schalenwildbestände bzw. Jagdstrecken. Wie kann man das erklären? Haben wir noch zu wenig Wölfe? Ja, ich meine, zum Beispiel jetzt auf der Isle Royale mit einem Wolf pro 1000 Hektar haben wir natürlich eine massive Wolfsdichte. Und die Wölfe haben in Deutschland natürlich oder in Mitteleuropa insgesamt noch lange nicht ihre Nahrungskapazität erreicht. Deswegen die Kurve des Wolfsbestandes, die steigt ja noch massiv an. Und das sieht man auch aus der Mortalität. Viele Wölfe werden überfahren oder kommen durch menschliches Zutun zu Tode. Und wenn man sich im Yellowstone die Mortalität der Wölfe anguckt, dann ist das vor allem, dass sich die Wölfe quasi gegenseitig bekämpfen. Das heißt, das Nachbarrudel sich mit dem oder die Nachbarrudel sich bekämpfen und die Hälfte der Wölfe ganz grob durch Auseinandersetzungen ums Leben kommen. Und das zeigt, die kämpfen auch um ihre Nahrungsressourcen. Und das ist bei uns in Mitteleuropa momentan noch nicht der Fall. Und die Wolfspackung wird auch immer noch dichter. Und man wird dann jetzt in den nächsten Jahren dann auch beobachten, oder also wir werden beobachten, wie sich die Jagdstrecken dann in den Gebieten, wo wir die dichteste Wolfspackung sozusagen haben, auch in Sachsen oder in Brandenburg, ob die Wölfe da tatsächlich einen Effekt auf ihre Beutetiere haben werden. Also momentan sehen wir diesen Effekt eben noch nicht. Okay, der Max ist auch bei uns jetzt da, auch von der European Wilderness Society und hat eine Frage. Ja, eigentlich eine Ergänzung. Hallo Marco. Die Hallo Max. Zahlen aus Majella, da sind 100 Wölfe auf 75.000 Hektar. Wir haben die Zahlen jetzt vor kurzem bekommen. Die Jagdstrecken des Wolfes beim Schwarzwild sind ca. 1500 Tiere pro Jahr bei einem Bestand von 5.000 bis 6.000 Wildschweinen. Das heißt, also dort hat er fast 70% seiner Nahrung, hat er sich auf die Wildschweine konzentriert. Das hat aber auch damit zu tun, dass man das Rot- und Rehwild da erst vor 30, 40 Jahren wieder eingeführt hat. Also das war halt typisches Schafland und Rot- und Rehwild gab es nicht. Schwarzwild kommt aber massiv in Süditalien, wie überall vermutlich, zurück. Und da hat sich der Wolf drauf spezialisiert. Die Schwarzwildpopulation wächst nicht, sie nimmt aber auch nicht dramatisch ab. Die haben sich so eingependelt jetzt. Weil halt der Wolf nicht nur die Überläufer sich holt, sondern tatsächlich auch die erwachsenen Tiere. Also der Simon hat gesagt, ein bis zwei Wölfe mit dem Keiler, gar kein Problem. Das haben sie mittlerweile drauf. Die wissen, wie sie die niederstrecken, ohne sich dabei selbst zu verletzen. Diese Zahlen werden wir dir jetzt in naher Zukunft mal zukommen lassen. Vielleicht sind die für gerade dein Spezialgebiet von Interesse. Weil das ist auf jeden Fall interessant, weil die Studien, die man so bislang hatte, die haben alle gezeigt, dass er quasi in Gebieten, wo Wildschweine vorkommen, sich die Wölfe schon auf eher die mittelgroße Größenklasse konzentriert haben und sich eher nicht so an die starken Keiler rangetraut haben. Und ja, Wildschweine haben ja auch massives Reproduktionspotenzial, wenn die günstige Umweltbedingungen, sprich bei uns Buchenmast oder Eichelmast haben, dann gehen die Zahlen immer durch die Decke. Und da werden die Wölfe wahrscheinlich auch, also nach dem, was man bislang weiß, keinen massiven Einfluss auf die Wildschwein-Populationsdynamik letztendlich haben. Er ist ein Opportunist. Wo es viel von gibt, darauf spezialisiert er sich. Ja, und das, Aber was die leicht Zahlen von hergeht, halt. Simon schicken wir dir zu. Ja, gern. Lukas, hast du auch eine Frage, weil du dich. Ja, Ja, gerne. bitte. Also mein Name ist Lukas Denzler, ich bin aus Zürich in der Schweiz, selber Forstingenieur, Journalist und seit kurzem Geschäftsführer vom Schweizerischen Forstverein. Ich denke, in der Schweiz haben wir ein sehr interessantes Beispiel in Graubünden. Da entstand vor ein paar Jahren das erste Rudel bei Produktion. Und inzwischen haben wir etwa fünf oder sechs Rudel.
Leider haben wir es verpasst, das Vor und Nachher, vor allem das Vorher genau zu erfassen. Das ist schade. Was mir ein bisschen Sorge bereitet, ist die Ergebnisse von der Insel in Nordamerika. Das Auf und Ab von Wölfen und Beutetieren, weil das bedeutet ja schon, Effekte sind wahrscheinlich, wenn die Beutetiere tief sind, hat viele Wölfe und in unserer Kulturlandschaft gehen genau in diesem Fall die Wölfe dann auf die Nutztiere. Das heißt, irgendwie stehen wir wirklich in einem Spannungsfeld drin. Und wie gehen wir damit um? Ja, das sieht man ja ganz gut in der Schweiz, hat man es ja auch beim Luchs gesehen, dass da als in den 80er Jahren die Luchsbestände hochgegangen sind, dass das auch einen Effekt auf die Beutetiere gehabt haben, dass dann die Gams- und Rehbestände, zumindest die Abschüsse zurückgegangen sind und das, was die Wildhut gezählt hat. Und dann in dem Moment, wo die natürliche Beute weniger geworden ist, die Luchse auf die Schafe gewechselt haben und das dann zu massiven Schäden geführt hat und was danach wiederum zur starken Wilderei geführt hat. Sodass dann die Luchsbestände wieder weniger geworden sind und dann auch sich die Situation dann wiederum zurückentwickelt hat. Und deswegen ist ja auch eher so die Politik, dass man versucht, die Beutegreiferbestände auch nicht zu stark anwachsen zu lassen. Weil wenn die Wolfspackung extrem dicht wird und dann vielleicht auch bei den Wölfen die Nahrung knapper wird, dass sie dann verstärkt auch versuchen, auf die Nutztiere zu gehen. Das heißt dann, wenn die eine ökologische Wirkung entfalten, dann entfalten die auch quasi eine negative Wirkung auf ihre Beutetierbestände und auch auf die Nutztiere. Und das ist mit Sicherheit ein Problem. Ja. Die Miriam will da aber was dazu sagen, bitte. Ja, ich will eigentlich auch vorhin zu den Wildschweinen auch noch eine Frage stellen, aber jetzt aktuell zu dem auch noch. Marco, du hast ja auch gerade sehr schön dargestellt und ich kenne diese ganzen Studien und so weiter schon, weil ich habe die ganzen Originalliteratur auch gelesen und mich schon lang damit beschäftigt. Also ich bin Canine Behaviorist, also bin Kaninenforscherin und bin auch die Sprecherin vom BUND Brandenburg Arbeitskreis Wolf- und Herdenschutz. Und also nur auch zu meinem Background. Und du hast ja auch sehr schön dargestellt, was man auch von Peterson und Meech und so weiter ja auch erfahren hat, dass diese Kaskadenwirkungen, die man dann immer so sagt, dass die ja eigentlich von vielen, vielen unterschiedlichen Umständen abhängen. Eben zum Beispiel Krankheiten, Nahrungsverfügbarkeit, Inzucht und so weiter, nicht? Und auch von Temperaturen, also klimatischen Gegebenheiten. Nicht? Bei strengen Wintern gibt es mehr Tote unter den Hirschen oder Wapitis oder wie immer auch. Und so weiter. Ich will jetzt das gar nicht wiederholen. Und ich denke mir, dass man grundsätzlich schon auch immer darauf achten soll, jetzt nicht so pauschal zu sagen, so eben wo der Wolf ist, da wächst der Wald, sondern immer auch, so wie du es auch sehr schön jetzt gemacht hast, finde ich, darauf hinzuweisen, dass das eben von mehreren Komponenten abhängig ist. Und dass man jetzt nicht so einfach sagen, also es ist nicht so eine Schiene, Wald, diese Schiene, sondern da spielen schon auch noch andere Faktoren mit hinein und die darf man meiner Meinung nach nicht vernachlässigen. Ja, ich denke, das ist auch ganz wichtig, weil wir wissen ja auch gar nicht, also ich würde jetzt mal die Hypothese aufstellen, je stärker die Landschaft durch Menschen dominiert ist, desto geringer ist der Einfluss des Wolfes, weil einfach ganz viele Wölfe auch überfahren werden. Ja. Also die Frage ist tatsächlich, ob Wölfe quasi letztendlich eine ökologisch effektive Dichte bei uns überhaupt erreichen können. Mhm. Ja, weil wir haben ja auch die Diskussion natürlich, wenn irgendwo Schäden dann an Nutztieren entstehen, dass man dann jetzt auch nach der Änderung vom Bundesnaturschutzgesetz, dass man dann auch Wölfe entnehmen kann, solange bis kein Schaden mehr entsteht. Und das führt ja auch dazu, dass dann diese effektive Dichte gar nicht erreicht werden kann. Ja, ich glaube, wenn wir jetzt darüber anfangen zu debattieren, hören wir überhaupt nicht mehr auf.
Aber ich möchte noch zu den Wildschweinen von vorhin etwas anfragen. Wir haben ja große Wildschweinverluste, ich meine, ich sage es jetzt für dich unter Anführungszeichen, durch ASP, also die Schweinepest, gerade bei uns, also ich bin in Brandenburg eben zu Hause, klarerweise. Und hat man dieses Jahr der Schweinepest dazu genutzt, Studien anzustellen, ob jetzt unsere Wölfe, also die sächsischen Brandenburgen, also da, wo wirklich auch die ASP sehr, sehr stark verbreitet ist, ob die dann mehr auf die geschwächten Wildschweine umsteigen? Gibt es dazu schon Untersuchungen? Also ich denke mir, also es gibt jetzt keine gezielte Untersuchung, aber im normalen Monitoring werden ja auch Losungen eingesammelt. Und die dann die ganze Zeit der Hermann Ansorge dann ausgewertet hat. Ich kann nur hoffen, dass die Losungen weiterhin fleißig gesammelt wurden. Mhm. Und wenn das der Fall ist, kann man genau das ist ein schönes, also es ist kein schönes, aber es ist ein Experiment. Man nimmt die Wildschweine aus dem System raus und kann dann schauen, was passiert, wenn jetzt keine Wildschweine mehr da sind. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Fragestellung, die man, denke ich mal, mit den vorhandenen Daten auch nutzen kann. Ja. Deshalb sind solche langfristigen Untersuchungen, die sind extrem wertvoll. Ne? Mhm. Normalerweise fragt man sich ja, warum soll ich jetzt die ganze Zeit da diese ganze Losung analysieren? Das reicht doch, wenn ich das einmal mache. Ne? Aber plötzlich passiert was und dann werden diese Daten extrem spannend. Ja, das stimmt. Ich bin ja auch im Monitoring tätig und ich bin so, weil bei uns, also ich finde sehr viele Losungen. Ich habe auch Hunde, die mir das anzeigen. Und es ist natürlich eine sehr spannende Geschichte. Ich habe nur selbst beobachtet, aber das ist jetzt auch nur so eine persönliche Wahrnehmung. Die haben mir dann ein paar Jäger bei uns auch bestätigt, aber das, wie du sagst, man braucht Langzeitstudien für sowas und das will ich jetzt gar nicht so hinstellen, als wäre das jetzt das neueste Wissen. Aber ich habe die Beobachtung auch anhand der Losungsfunde gemacht, dass sich die Wölfe schon in die Gebiete hinbewegen, wo vermehrt die geschwächten Wildschweine sind. Und das fand ich irgendwie schon spannend, weil wir beobachten das jetzt quasi schon seit eben einem Jahr. Und es gibt eine Studie, ja, ich habe euch vor euch jetzt eingeblendet. Mhm. Die ist aus der Slowakei von 2011, Daten von 2009. Die geht auf die Schweinepest an, nicht auf die afrikanische, sondern auf die normale Schweinepest. Mhm. Und deren Ergebnisse zeigen ganz klar, dass in den angestammten Wolfsgebieten die Schweinepest bei Wildschweinen um nur noch 3% vorhanden war. Mhm. Und außerhalb der Wolfsgebiete war es weit verbreitet. Also auch aufhand des Wildschweines, also Schweinepest bei Wildschweinen. Das heißt, und die Ergebnisse waren, dass sie gerade mit 18, die Überläufer mit 18 Monaten das Hauptopfer der Wölfe gewesen sind, weil da das Fieber und die Schwächung der Wildschweine am größten war. Okay. Aber es ist nicht die afrikanische Schweinepest. Man könnte natürlich ableiten, was da zutrifft, könnte auch hier zutreffen. Aber eine richtige Studie zur afrikanischen Schweinepest geht es nicht. Wir haben das mal bei uns veröffentlicht. Ich schicke es gerne an die Gruppe, diese Studie weiter. Aber die Daten sind, wie gesagt, nicht aktuell. Sind halt 10, 15 Jahre alt. Schon länger her, genau. Ich kenne diese Studie, ja. Ist wirklich schon länger her. Und ich weiß nicht, ob man das dann so 1:1 übertragen kann. Darum war meine Frage an den Marco, ob er weiß, ob es da irgendwelche aktuellen Untersuchungen gibt. Nicht? Aber wir warten auf die Monitoring-Ergebnisse, vor allem der Losungen, und dann werden wir ja sehen. Genau, aber das ist, ich denke mir, das sind ja total spannende Fragen. Ja, also ich kenne die slowakische Studie nicht, aber ich sehe nur, dass sie halt einfach auch nicht quasi ordentlich publiziert wurde und durch den wissenschaftlichen Wolf gedreht wurde. Das ist dann immer schade, ne? Weil ich denke mir, da gibt es immer noch wertvolle Daten irgendwo, die mal gescheit sozusagen ausgewertet gehören, sodass man die dann quasi auch getrost zitieren kann. Es läuft halt sehr viel in der grauen Literatur, wo man dann auch nicht weiß, ob man quasi dieser
diesen Daten dann auch letztendlich trauen kann. Aber das ist exakt die spannende Frage, die ja dahinter steht. Können Wölfe eben dazu beitragen, dass quasi so eine Ausbreitung von der Schweinepest reduziert wird? Oder wir haben eine ähnliche Fragestellung bei uns, weil wir seit kurzem im Nationalpark Bayerischer Wald mit dem großen amerikanischen Leberegel zu kämpfen haben. Der schwappt zurzeit aus Tschechien rüber, kommt ursprünglich vom Wapiti und ist jetzt quasi auf den Rothirsch übertragen und wandert jetzt gerade Richtung Westen. Auch beispielsweise in Wien ist er auch in den Donauauen schon länger. Und dadurch, dass der Wapiti insgesamt ein bisschen größer ist als unser Hirsch, ist auch dieser Leberegel so groß. Der ist 10 cm lang und der setzt dem Rotwild extrem zu. Und er setzt den Rehen noch extremer zu. Das heißt, ein Reh, was diesen Leberegel kriegt, das ist nicht in der Lage, den abzukapseln, sondern das stirbt mit großer Wahrscheinlichkeit. Und damit kommt jetzt so ein Neuzugang, so eine invasive Art in das System rein. Und da ist auch die Frage, wenn jetzt die Hirsche geschwächt sind, wird der Wolf dann vielleicht eher die Tiere jagen, die den Leberegel haben und dann sozusagen als Gesundheitspolizei dazu führen, dass die Rehe uns nicht alle wegsterben. Weil wenn uns die Rehe wegsterben, dann sterben uns die Luchse weg, weil die dann keine Nahrung mehr haben. Also ganz spannende Fragestellung, die aber jetzt aus Forschungsperspektive auch sehr schwer zu behandeln sind. Also man muss jetzt quasi, also was wir momentan haben, sind Hirsche am Sender und wir überprüfen, ob diese Hirsche von dem Leberegel befallen sind oder nicht, anhand der Losung. Und was wir jetzt noch bräuchten, momentan haben wir nur einen Wolf am Sender, tut dieser Wolf das gezielt eben Rotwild selektieren, was vom Leberegel geschwächt ist und hat das dann einen Einfluss auf den Befall. Und das ist natürlich sehr spannend, dass man sagen kann, dass ein Ökosystem, in dem auch die natürlichen Beutegreifer sind, dass das auch stabil ist, resilient gegenüber solchen invasiven Arten beispielsweise. Ja, eine spannende Diskussion auf jeden Fall. Bitte. Magst du, Julia, oder kann ich? Bitte. Es gibt ja auch eine Rotwildstudie in Eberswalde. Wenn du, ich glaube, die kennst du, Marco, nehme ich an. Jetzt kommt jetzt drauf an, welche. Ja, also ich muss ehrlich gesagt sagen, da bin ich auch noch nicht ganz so drinnen und noch nicht im Bilde. Aber es geht da auch um die Verteilung des Rotwilds, also wie sich das Rotwild bewegt. Und ich denke, die berücksichtigen auch, ob der Wolf darauf Einfluss hat, weil man nimmt ja an, Rotwild ist ja doch eher, will eher Freiflächen haben, soweit ich weiß. Und man beobachtet da ja auch, also inwieweit ist der Wolf dafür verantwortlich, welche Fluchtstrategien oder Feindvermeidungsstrategien, sagen wir eher so, das Rotwild anwendet. Und das ist aber auch eine Langzeitstudie. Ich glaube, die läuft jetzt auch schon seit 2 Jahren oder so, keine Ahnung, ist aber noch am Laufen. Ja, die untersuchen ja, also die haben ja auch Wölfe und Rotwild besendet und versuchen da die Interaktion rauszukriegen. Ja, sind wir alle gespannt, was da rauskommen wird. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben so eine Studie beim Luchs gemacht oder beziehungsweise bei Rehen und haben Rehpopulationen uns angeschaut, in denen Luchse oder wo es auch Luchse gibt und haben die verglichen vom Aktivitätsverhalten mit Populationen, wo es dann quasi keine Luchse gibt. Und da haben wir festgestellt, weil auch in allen Populationen natürlich Menschen unterwegs sind, dass der Einfluss vom menschlichen Jäger viel stärker war als der vom Luchs. Das heißt, der menschliche Jäger hat dadurch, dass man quasi so als Augentier unterwegs ist, eher in der Dämmerung jagt, hat quasi die Rehe in die Nacht getrieben. Also starker menschlicher Jagddruck führt dazu, dass die in der Nacht aktiv werden. Und in den Gebieten außerhalb der Jagdzeit, wo die Luchse aktiv waren, ist genau das Gegenteil passiert, weil Luchse jagen nachts im Wald und die Reaktion der Rehe war, dass sie verstärkt tagsaktiv waren, um einfach dem Luchs letztendlich ausweichen zu können. Aber der Effekt vom menschlichen Jäger, der war stärker als der vom Luchs.
Ja, da gibt es auch einige interessante Studien, die über die Bokowin rausgegeben worden sind, so in den letzten Jahren. Also fand ich auch, also weil du das gerade wegen der menschlichen Jagd sagst und dem Einfluss drauf, das fand ich auch sehr spannend, ja. Der Sami hat die Hand gerade gehoben. Bitte, Sami. Oder? Ja, könnt ihr mich hören? Mhm. Ich habe eine Frage zum Thema Rehwild an sich in einem Wolfsrudelgebiet. Also bei uns im Westerwald, wir haben seit 2020 ein stehendes sechsköpfiges Rudel, plus minus. Drumherum sind aber noch keine Wölfe nachgewiesen oder zumindest keine weiteren Rudel, also sprich ein Revier. Wie sieht es da aus, wenn jetzt die Rehpopulation und Schwarzwildpopulation, wird ja etwas herunterfahren oder wird aufgefressen, in Anführungszeichen, fließt von den umliegenden Gebieten Rehwild nach in das Revier der Wölfe? Ist da irgendetwas bekannt? Also jetzt aus dem konkreten Gebiet ist nichts bekannt. Klar. Der Punkt ist halt quasi, ob so ein einzelnes Rudel, ob das, weil das kann sich ja ausbreiten und wird durch die Nachbarrudeln quasi nicht eingezwängt, ob das überhaupt einen Einfluss hat. Also die Erfahrungen jetzt quasi aus Sachsen, aus Brandenburg, die zeigen ja, dass diese ersten Jahre die Wölfe überhaupt keinen Einfluss auf die Jagdstrecke gehabt haben. Im Gegenteil, zum Teil ist die Jagdstrecke sogar noch angestiegen. Deshalb gehe ich nicht davon aus, dass so ein einzelnes Rudel dann großen Effekt auf die Rehwilddichte beispielsweise hat. Aber natürlich, wenn da eine Rehwilddünne entstehen sollte, weil jetzt da einfach viele Rehe sowohl wahrscheinlich auch von den lokalen Jägern geschossen, als auch von den Wölfen gefressen werden, dann wären quasi Schmalrehe und Jährlingsböcke, die werden auch in dieses Gebiet einwandern. Okay, dann die Lücken wieder auffüllen. Also da würde ich jetzt von ausgehen. Tobi, danke. Vielleicht, Sami, da kann ich dazu sagen, wir haben mal das eine Rudel, wir hatten mal drei, mittlerweile sind zwei wieder verschwunden aus mysteriösen Gründen in Österreich, aber das eine im Truppübungsplatz Allensteig, so lange wie die Daten noch freigegeben worden sind, mittlerweile werden sie unter Verschluss gehalten, hat damals ergeben, dass die Jagdstrecken der Jäger nicht durch das dort anwesende Rudel beeinflusst waren, aber die Hegejagd. Das heißt, die klassische im Oktober stattfindende Hegejagd, die hat sich damit erübrigt gehabt. Und da hat man auch Mufflons gehabt, die hat er komplett wegradiert. Also die Mufflons, die sind nicht mehr existent im Truppübungsplatz. Da hätten sie auch nie hingehört, die waren da ja nur ausgesetzt gewesen. Aber das waren die Zahlen, die von dort waren. Und die ersten 2 bis 3 Jahre, wir haben die Präsentation hier, haben damals gezeigt, dass am Anfang das Rot- und Rehwild durcheinander war. Es hat im zweiten, dritten Jahr sich an die Anwesenheit des Wolfes gewöhnt. Und der Oberleutnant, der dort für den Wolf zuständig ist, hat dann sogar von Beobachtungen berichtet, weil meistens der Wolf rund um die Fütterung, in Österreich wird er noch gefüttert, das Rot- und Rehwild dazu geschlagen hat. Man wollte auf Großfutter umstellen, das macht man nicht mehr. Man hat jetzt viele kleinere Fütterstellen noch gelassen. Und in der Regel sind die Rehe nach einem Riss nur zur nächsten Futterstelle weit gezogen, manchmal nur 50 Meter entfernt und haben fast zugeguckt, wie das Rudel ihren Kollegen verzehrt haben. Und die letzte Beobachtung, die er uns erzählt hat, ist, das gibt es aber auch in dem tollen Video vom Naturschutzbund, Marco, der da im Truppenübungsplatz Munster gedreht worden ist, wo man sieht, wie dieses Rotwild über den Wolfsbau hinaus drüber wegläuft, wo 10 Minuten vorher die Fehe in den Bau gegangen ist. Das heißt, dieses gegenseitige Einschätzen, ist der Wolf eine Gefahr für mich oder hat er sich gerade den Magen vollgehauen, dieses Wechselspiel, da stellt sich irgendwann ein. Ja, und das dauert halt eine gewisse Weise. Das, wie gesagt, wird der Majella auch ganz klar berichtet. Als wir da im September waren, das war sehr beeindruckend. Da waren wir nachts und haben Wölfe beobachten wollen.
und vor uns haben die Hirsche gerührt, hinter uns haben die Schafglocken geklingelt und 50 Meter vor uns stand das Wolfsrudel. Und links und rechts heulten noch mehrere gleichzeitig. Also die gewöhnen sich aneinander und jeder weiß so quasi, wo sein Platz in diesem Wechselspiel ist. Ja? Da kann ich aber sagen, Marco, weicht der Wolf, obwohl da diese Population stabil ist mit diesen 100 Tieren, sind ca. 10, 12 Rudel, seit Jahren stabil ist, ist auch die Reh- und Rotwildpopulation stabil geblieben. Er ist aufs Wildschwein ausgewichen und auf Schafe weicht er, obwohl die dort weniger geschützt sind als bei uns, nur dann aus, wenn man es ihm einfach macht. Also der Schäfer bei Regen lieber in der Hütte sitzt, anstelle draußen sich um seine Schafe kümmert. Also das Simon war immer klasse, hat rausgeguckt im Regen, sagt, ah, morgen muss ich wieder zum Bauer A und B, weil der hat wieder garantiert 3 Schafe verloren. Aber Bauer C, da brauche ich mir keine Gedanken machen, der Mirko, bei dem sind schon seit 4 Jahren keine Schafe verloren. Also die man kennt sich und jeder weiß, wo die Schwächen und Stärken des anderen sind. Das sind so die Beobachtungen, aber nicht wissenschaftlich. Beobachtungen, die, wie gesagt, da aus Simone sind. Aber Simone kommt eh, der wird eins der nächsten Webinare halten, ganz speziell auf das Thema Wildschwein und Wolf. Ja, sehr, sehr spannend. Ja, wirklich sehr spannend. Es gibt ja auch viele andere Videos und Situationen, die dokumentiert sind, wo tatsächlich völlig entspanntes Rotwild oder Rehwild, was immer auch jetzt neben Wölfen auf der Wiese oder auf einer Lichtung steht. Weil ich denke mir, die haben halt eine jahrtausendelange evolutionäre gemeinsame Geschichte. Und so wie Max eben gerade gesagt hat, ja, die wissen, woran sie sind. Und selbst durch diesen 100 Jahre oder 150 Jahre Bruch, den wir hier in Mitteleuropa erlebt haben, zwischen dem Beutegreifer- und Beutetiersystem, die gewöhnen sich quasi wieder aneinander. Also um das jetzt so ein bisschen unwissenschaftlich zu formulieren, nicht? Aber ich sehe das auch so, wie der Max das gerade geschildert hat. Vielleicht am Anfang ein bisschen irritiert sind, nicht? Aber nach einiger Zeit ist, glaube ich, das, was so seit Jahrtausenden in der Genetik in ihnen drinnen ist, das kommt einfach dann wieder zum Vorschein. Ja, man kennt das ja auch von der afrikanischen Savanne, wo dann quasi das Löwenrudel da durch die Antilopengruppe durchmarschiert und die Antilopen genau wissen, die sind jetzt satt und von denen braucht man keine große Angst letztendlich zu haben. Die Frage ist halt quasi, also natürlich sind diese Videos dann immer interessant, aber was bedeutet das für die gesamte Population? Und verhalten die sich alle so oder meiden die bestimmte Flächen, so eben Landscape of Fear, oder machen sie das nicht? Und letztendlich muss man sagen, wir wissen das nicht so genau. Und also wir haben da mehrere Studien auch gemacht, zum Beispiel beim Luchs. Und da gibt es auch immer wieder Luchse, die in der Nähe von der Ortschaft beobachtet werden. Dann kriegen wir den Anruf, ja, ich war heute Nacht, bin ich zum Kühlschrank gegangen, um noch was zu trinken zu holen. Plötzlich sehe ich im Garten einen Luchs vorbeilaufen. Und dann heißt, ja, Luchse, die sind in der Nähe von den Menschen unterwegs und das macht denen gar nichts. Und das ist dann quasi den Schluss, den man aus dieser Beobachtung zieht. Wenn wir uns aber unsere besenderten Luchse angucken und die dann analysieren, dann stellen wir fest, dass die Luchse aber die menschlichen Siedlungen meiden. Und zwar um 1 Kilometer eigentlich wegbleiben, statistisch im Schnitt. Dass natürlich dann auch Luchse näher vorbeigehen, das wissen wir auch. Aber beim Mensch bleibt halt diese eine Beobachtung, der Luchs ist in der Nähe der Ortschaft, die bleibt hängen. Aber jetzt statistisch gesehen sind die Luchse, halten sie doch Abstand zur menschlichen Infrastruktur. Und das wäre halt das Spannende mal zu beobachten, dann halt, wenn man jetzt dann mal 100 Fotofallen draußen hat im Wald und auf den offenen Flächen und der Wolf kommt zurück in das Gebiet, was passiert genau? Ja, also bei den Gämsen hat man ja in der Schweiz auch beobachtet, dass die sich umgestellt haben. Dass die eher in die steilen, bewaldeten Hänge sich eingestellt haben, weil da die Wölfe nicht so gut jagen können.
Wir sehen zum Beispiel, dass in unseren Totholzgebieten die Wölfe weniger gern jagen, weil die einfach Schwierigkeiten haben, da durchzurennen. Da sind sie eher im Nationalpark Schumawa aktiv, auf den Wiesen. Da stehen mehr Rothirsche und auf der anderen Seite können sie da auch besser ihrer Jagdstrategie nachgehen. Das heißt, da spielen verschiedene Aspekte eine Rolle. Aber wichtig ist, dass man das durchaus mal mit systematischem Monitoring angeht. Weil so gibt es viele Beobachtungen. Und diese Beobachtungen, die sind halt einfach mal subjektiv. Ich habe was beobachtet und das, was mich am meisten beeindruckt hat, das ist so ein bisschen wie mit den AstraZeneca-Fällen, wo man dann sagt, ja, diese 7 Tote bei den 1,5 Millionen, das ist, ja, da muss man aufpassen. Aber das ist statistisches Rauschen. Aber viele Menschen sagen dann, ja, AstraZeneca ist nicht sicher. Aber aus wissenschaftlicher Sicht ist das natürlich, das ist ein Blödsinn. Das ist genauso wie auf der anderen Seite, wenn jetzt ein Wolf irgendein Mensch beißen würde, dann wüssten alle im deutschsprachigen Raum, da hat ein Wolf quasi einen Mensch gebissen. Aber die Tausende von Menschen, die von Hunden gebissen werden, die spielen keine Rolle. Und das ist so ein bisschen auch die Gefahr, dass man solche Einzelbeobachtungen vielleicht dann in die falsche Richtung interpretiert. Aber definitiv gibt es da eine Koevolution zwischen Wolf und Beutetier und die Beutetiere merken, wann ist der Wolf gefährlich und wann ist er nicht gefährlich. Ja, also diese Langzeitentwicklungen, ich komme jetzt nochmal zurück auf Majella, da gab es ja bis in die 60er Jahren fast 1 Million Schafe. Und da war durch den starken Getreideanbau, war das ja alles landschaftlich genutzte Fläche. Und die Wölfe, die dort lebten, waren in einem ganz schmalen Baumgürtel, so knapp unterhalb der Baumgrenze, knapp oberhalb der Getreideflächen. Und der Simon hat uns dann sehr spannend erzählt, dass dort die Wölfe nicht im Rudel gejagt haben. Und da habe ich gesagt, ja, Wölfe jagen auch immer im Rudel. Sagt er, na, bei der hohen Anzahl von Schafen lagen so viel Kadaver rum, dass wir Kadaverwölfe hatten. Also die mussten gar nicht jagen, die sind einfach durch die Getreideflächen, über die Wiesen gestreift und da lag man da vom Blitz ein totes Schaf, das war eine Totgeburt und haben sich von den Schafen quasi so ernährt. Und da habe ich gesagt, und wann hat sich das bei euch geändert? Er sagte, naja, als die Bauern dann die Landwirtschaft aufgegeben haben, fiel dieses Kadaverfressen weg. Dann wurde das Rotwild wieder eingeführt und das Rehwild ausgesiedelt. Dann mussten sie ihre Jagdstrategie umstellen. Haben jahrelang nur Rot- und Rehwild gejagt, bis die Wildschweine kamen. Und jetzt stellen sie sich wieder um auf die Wildschweine. Also das ist natürlich auch etwas, was wir bei all unseren Studien immer vor Augen halten müssen. Das ist sehr gut, dass du das gesagt hast, Marco, dass wir nicht zu diesen schwarz-weiß endgültigen Schlüssen kommen. Nach dem Motto, wenn wir die Wolfspopulation nicht regulieren, wird irgendwann der Wolf sich an Nutztiere vergreifen. Das muss gar nicht sein. Dann sagt er, na, vielleicht, wenn er das Rotwild, Rehwild reduziert hat, Schwarzwild haben wir momentan eh im Überhang. Dann wird er das eher angehen. Es muss nicht so sein, dass er dann auf... Natürlich ungeschützte Nutztiere, da legt keiner die Hand fürs ins Feuer. Das ist logisch. Aber das sind so viele Variablen in unseren Betrachtungsweisen. Und leider wird die dann in dieser emotionalen Debatte sehr schnell schwarz-weiß eingeordnet. Wie du sagst, wenn ein Wolf, ein Mensch irgendwo in Europa beißt, haben wir Rotkäppchen in jedem Ort. Es zählt ja auch nicht die Evidenz. Also es zählt ja auch oft nicht das, was man weiß, sondern das, was man glaubt oder was gut bei der Bevölkerung ankommt. Ja. Das sehen wir jetzt ja auch. Das ist ja, also diese Covid-Geschichte ist ja das beste Beispiel dafür. Ne? Wenn, also man könnte das ja alles auch relativ gut steuern, weil man weiß ja eigentlich genug. Also wir haben jetzt aus der deutschen Situation, wir haben genau, also die Experten, die das modellieren, die haben Anfang Februar haben die gewusst, was passieren wird mit der neuen Mutante und den Infektionszahlen. Man hat das gewusst. Was machen unsere Politiker? Die nehmen nicht dieses Wissen und bauen darauf ihre Strategie auf, vielleicht wohl durchdacht und auch langfristig geplant, sondern die öffnen. Die machen also genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich machen müsste und was wir auch wissen, also was man jetzt, was Wissenschaftler wissen und empfehlen können.
Und so ist es ja beim Wolf auch. Ne? Da kommt dann der Landrat, der sagt, ich muss jetzt quasi meine Bevölkerung vor den bösen Wölfen schützen und kann sich da als der Beschützer aufspielen und kriegt dann Applaus. Ob das sinnvoll ist, was da gemacht wird oder nicht, das spielt ja oft gar keine Rolle. Ja. Ich ja die, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also ich schreibe auch zum Beispiel gerade einen Artikel, der mit dem Arbeitstitel jetzt einmal Canis Lupus Politicus, weil eben gerade in den Politikerkreisen und auch, das wird ja dann auch von den Medien sehr stark angefeuert, da sehr viel Sensationshascherei, also bis hin zu Angst und Panikmache verbreitet wird, was ich ja völlig ablehne. Und in Wirklichkeit jetzt, wenn wir von Deutschland ausgehen, also wir haben seit über 20, also seit 2000 quasi, also das Paar ist ja schon vorher ein bisschen da gewesen, also seit über 20 Jahren Wölfe in Deutschland. Und die wurden von Anfang an wissenschaftlich durch Monitoring und Studien und so weiter begleitet. Das heißt, und dann darf man ja nicht vergessen, dass der Wolf grundsätzlich zu den, ja, ich traue mich fast zu sagen, zu den am meisten erforschten Säugetieren gehört, seit Jahrzehnten schon. Also das Wissen ist ja grundsätzlich da, ist auch publiziert, also ist für jeder Mann, jede Frau zugänglich. Und trotzdem stellen sich viele, gerade von Politikern etc., halt so an, als würden wir da völlig bei Null anfangen. Und das ist das, was wir, woran wir halt auch in der Aufklärungsarbeit vielfach scheitern, will ich auch das so sagen. Es ist nicht nur schwer haben wir es sowieso, aber wir scheitern auch teilweise daran, weil wir gegen diese Wende an Ignoranz nicht ankommen. Ich weiß nicht, ob es Ignoranz ist. Also das ist so ja, eine Frage. Ja, ich weiß nicht, aber was es ist. Das stimmt schon alles. Aber es gibt eben eine starke Geschichte mit diesem Wolf. Genau. Und da können wir einfach nicht durch, sage ich mal, mit wissenschaftlichen Argumenten. Da müssen wir auch anders damit umgehen. Sonst klappt das nie. Oh. Und jetzt, ich möchte aber noch zum Thema vom Seminar zurückkommen. Wo der Wolf jagt, wächst der Wald. Ich habe heute gelernt, es ist komplex. Es war natürlich nicht neu für mich. Es ist komplex. Die Förster haben sehr große Hoffnungen, dass der Wolf ihnen hilft bei der Waldverjüngung. Und deshalb meine Frage an Marco Heurich. Ist diese Hoffnung berechtigt? Ja, also wir haben momentan noch nicht so viele. Also für Europa sind wir jetzt mal wissenschaftlich stichhaltige Beweise, die sind noch nicht vorgelegt worden. Ja, also ich meine... Ist das ein Plädoyer für ein Monitoring? Es ist auf jeden Fall ein Plädoyer, das, wie beim Kalanderrudel, dass man da rechtzeitig anfängt mit dem Monitoring. Und ich glaube schon, dass wir haben ja verschiedene Monitoring-Systeme, ich sage jetzt mal auch das Schweizer Forstinventar oder auch die Landes... Waldinventuren, wo man dann auch Daten hätte, die man sich da mal genauer anschauen kann, dass man da auf vorhandene Daten zurückgreift. Aber bei den Wölfen, natürlich stimmt es, wir machen eigentlich ein sehr gutes Wolfsmonitoring in Deutschland, aber wir gucken nicht auf die Effekte. Ja. Und wir haben jetzt zum Beispiel, hatten wir die Idee, dass wir auch mal gucken, quasi diese ganzen Nutztierrisse, wie die entstehen. Und da könnte man natürlich auch genau gucken, wie lang ist dieses Wolfsrudel da, gibt es da Spezialitäten? Ist der Wolf, der neu kommt, ist da das Risiko größer, dass die Schafe gerissen werden? Von welchen Faktoren hängt das ab? Und Max hat das heute gesagt, es spielt auch die Kultur des Wolfsrudels eine Rolle. Was haben die gelernt? Was können die? Es gibt Wölfe, die jagen, die haben gelernt, eben die Wildschweine, die starken, zu jagen. Andere können das gar nicht, denen ist das zu gefährlich. Andere können Kühe jagen, das können dann wiederum andere nicht, die fressen nur Schafe und Ziegen, da spielt die Kultur spielt eine große Rolle und vielleicht auch das Management. Und da schaffen wir es in Deutschland nicht. Also wir haben gute Informationen über die Wölfe, aber wir haben keine Informationen, die dann aufgeschrieben wird, die Schafkoppel, wo der Riss stattfindet, wie waren da die ökologischen Bedingungen, wo war das genau, wann war das genau. Die Zahlen werden nämlich nicht erfasst, weil quasi der Bund nur gesagt hat, wir gucken auf den Wolf. Und die anderen Sachen werden wieder von den Bundesländern erfasst und jeder erfasst
halt leider ein bisschen anders. Ja. Und wenn wir diese Daten, wenn wir die ordentlich strukturiert erfassen würden, dann könnten wir da ganz viele Erkenntnisse draus ziehen. Das ist aber halt leider oft nicht der Fall. Ja, das wäre gerade, was die präventiven Herdenschutzmaßnahmen anlangt, wäre das gerade wichtig, weil es wurde ja vor kurzem die Rissstatistik auch in Brandenburg veröffentlicht, wo die Wolfsrisse also ganz erschreckend in die Höhe gegangen sind, wie jetzt der Aufschrei von Politikern und Gesellschaft kommt. Aber keiner analysiert, so wie du sagst, Marco, analysiert die Umstände darum herum. Also wie viele Wolfsrudel gibt es in der Region? Was haben die kulturell an ihre Welpen tradiert? Welche Nahrung sie aufnehmen? Wie sind die ganzen Nutztierherden geschützt? Weil diese Mindeststandards, die vorgeschrieben sind, damit man überhaupt Kompensationszahlungen bekommt oder Fördergelder bekommt, die sind ja oft nicht ausreichend, weil man eben Herdenschutz ganz individuell betreiben muss, je nachdem, wie ist dieses Gebiet geografisch oder topografisch, wie schaut es dort aus, ja. Und also da passiert so viel Unsinn und manchmal tue ich mir schon schwer in der ganzen Aufklärungsarbeit, muss ich sagen. Es ist ja das Gleiche wie mit dem Abschuss. Ja, dann genehmigt man jetzt wie in Niedersachsen, man genehmigt den Abschuss, aber es wird ja überhaupt nicht evaluiert, bringt dieser Abschuss dann auch tatsächlich was, sondern da geht es nur darum, wir tun was. Mhm. Ja, auch die Evaluierung, die Erfolgskontrolle, das interessiert dann schon keinen mehr. Hauptsache, man hat das Zeichen gesetzt. Und alle, ich sag mal, die wolfskritisch Eingestellten, die freuen sich hoch, jetzt ist wieder ein Wolf tot. Aber ob das tatsächlich was bringt, das ist egal. Ja. Ich glaube, das ist ein sehr gutes, wir kommen zum Ende, Marco. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Plädoyer. Wir basteln ja an neuen Projektideen, Ideen, noch nicht Anträge, Ideen. Ich glaube, das Plädoyer, was du machst, ist ganz eindeutig. Wir sollten viel mehr in diese Wechselwirkung an Monitoring und Forschung investieren. Nicht mit den ultimativen Aussagen am Ende daherkommen, aber einfach, um unseren Wissensstand ein bisschen zu erweitern. Und diesen Fokus darauf legen, ich habe dir erzählt, wir werden bei Livestock Protect mal die Interaktion zwischen Herdenschutzhunde und Wildtieren in der Nacht, weil die Nacht ist ja auch eins, was nicht wirklich erforscht ist. Wir konzentrieren uns immer auf den Tag, aber selten auf die Nacht, wir Menschen. Klar, wir können nachts nicht so gut gucken. Dass wir anfangen, dort mal ein Augenmerk drauf zu werfen. Und das wäre natürlich spannend. Es gibt viele Projektfördergeber, da mal wirklich ein bisschen mehr Fokus drauf zu legen. Wir haben es immerhin geschafft, mit Livestock Protect ein Projekt Herdenschutz zu finanzieren, wo der Name Wolf nicht drin vorkommt. Also wir machen ein Wolfsprojekt, reden über Herdenschutz, aber reden nicht über den Wolf und haben es immerhin damit geschafft, aus der emotionalen Debatte komplett herauszurutschen. Also bei uns findet keine Diskussion pro und gegen Wolf statt, weil auch im Projektteam, und das ist mein Appell an alle, der Obmann sagt, die Lösung zum Wolf ist die Steier mannlicher 356er. Und ich sage, die Lösung zum Wolf ist Ausbildung. Und trotzdem arbeiten wir im Projektmanagement Hand in Hand zusammen in einem Projekt, obwohl wir unterschiedliche Auffassungen haben. Und das hat vor kurzem mir jemand gesagt, let's agree that we disagree. Und wenn wir das schaffen, dass wir vielleicht unterschiedlicher Meinung sind, aber trotzdem zusammenarbeiten können, ich glaube, dann könnten wir tolle Forschungsprojekte auf die Beine stellen. Marco, dein Schlusswort. Und mein dann Schlusswort, Julia als die gute Moderatorin. Sorry, Julia, ich habe mich dazwischen gedrängelt. Mein Plädoyer wäre, wir sollten Entscheidungen auf Basis von robusten und sachlich erhobenen Daten treffen. Ja, weil das Problem ist, wenn man diese Information eben nicht hat, dann kann jeder irgendwas behaupten, was er meint. Der eine sagt, ich habe auf meiner Bildkamera aber das gesehen und der nächste sagt, bei mir im Revier gehen jetzt aber, seit die Wölfe da sind, die Rehe nur noch hinten links an dem Hügel vorbei. Ja, ist so, aber letztendlich bräuchte man, und das ist zum Beispiel so ein sehr schönes Projekt, was wir zurzeit machen mit den
lokalen Jägern zusammen. Da machen wir ein gemeinsames Luchsmonitoring. Also wo quasi die Jäger die Kameras rausstellen, wo man gemeinsam Daten erfasst, wo man gemeinsam die Daten interpretiert, auswertet und dann auch diskutiert, sodass jeder auch mit dieser Grundlage übereinstimmt. Und dann kann man die Schlüsse daraus ziehen. Und da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein. Aber wichtig wäre, dass die Grundlage stimmt, auf deren Basis man diskutiert. Natürlich können die einen für Wölfe sein und die anderen dagegen. Aber man sollte auf einer sachlichen Ebene diskutieren können. Und das wäre mein Plädoyer, dass man quasi im Wildtiermanagement dahin kommt, dass man Daten zur Verfügung hat, die dann die Grundlage für die Entscheidungsfindung sind. Sehr schön, danke schön. genau, gute Schlusswörter. Wir sind etwas eine halbe Stunde über die Zeit, aber bei so einer interessanten Diskussion will man dann natürlich auch nicht dazwischenfunken. Und ich habe euch jetzt noch im Chat die zwei Links zu unseren Webseiten hineingestellt, also zu unserem Projekt Biodiversität im Wald und auch, was der Max erwähnt hat, zu unserem Projekt von Livestock Protect, wo es dann eben um Herdenschutz geht. Also dort könnt ihr euch noch mehr informieren und dieser Vortrag wird dann auch auf unserer Biodiv-Webseite veröffentlicht, falls ihr den dann noch einmal nachschauen wollt oder mit jemandem teilen wollt. Und das war es dann eigentlich auch schon von meiner Seite. Ich würde mich freuen, wenn ich euch wiedersehe in einem zukünftigen Webinar und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Vorbeischauen. Viert euch. Danke. Ciao. Danke, Marco. Tschüss. War sehr spannend. Tschüss. Mir hat es auch Spaß gemacht.